Okay. Wir sind heute auf der Gamescom in der Indie-Area und ich habe hier zwei Developerinnen neben mir. Und erzählt doch erstmal, was ist euer Spiel und wie kam es überhaupt dazu? Ja, hi, ich bin Kerstin von Twisted Rambler Games und unser Spiel ist Duru, About Morads and Depression. Und es ist ein Spiel über Mulle und Depression. Und das ist Verena. Und wir beide haben uns nach unserem Studium gegründet und wollten ein Spiel mit ernstem Inhalt, aber locker und bunt aufbereitet haben. Ja, sehr cool. Wie lange dauert das denn, so ein Spiel zu entwickeln? Möchtest du? Ja, sorry. Also die Idee angefangen hat bei uns 2017, direkt nach dem Studium, und gut ins Rollen kam es dann aber 2019, als wir mehrere Förderungen, beziehungsweise eine große Förderung erhalten haben von unserer Hochschule selber über ein Hochschulstipendium, Startup-Stipendium, und dann später auch über die Medienboard Berlin-Brandenburg-Förderung. Du hast jetzt gerade was von Förderung gesagt. War das denn einfach, da in eine Förderung reinzukommen, und gab es irgendwelche Komplikationen dabei? Das Startup-Stipendium ist im Prinzip ein Stipendium, was ausgeschrieben wird von Berliner Hochschulen. Mhm. Und man muss einen Businessplan vorlegen und einen Pitch. Bei uns war die größte Hürde, dass Game-Studios noch nicht so häufig über dieses Stipendium gefördert wurden, sondern eher klassische Startups. Das war bei uns die größte Hürde bei dem Stipendium. Bei der Medienbaut-Förderung war die größte Hürde, dass man 50% Eigenanteil mitbringen muss in die Finanzierung des Spiels. Und Spiele sind sehr teuer, das heißt, die Hälfte von einem Spiel aufzubringen, wenn man keine reichen Eltern hat, ist schwierig. Okay, also ihr würdet schon sagen, es gibt noch ein paar Probleme, wo sich etwas ändern müsste. Ihr sagtet jetzt, gerade mit dem Stipendium, da kamen jetzt bisher noch nicht so viele Spieleentwickler oder Spielestudios. Das heißt, würdet ihr sagen, Spielestudios kommen jetzt gerade erst noch und haben noch nicht so den Fuß gefasst, oder wie ist das? Ich glaube, das größte Problem bei den Indie-Games ist, dass man erstmal ja ein Spiel machen möchte, und sehr viele Förderungen gehen direkt an Studios oder gegründete Firmen. Und diese Hürde auch in Deutschland erstmal zu schaffen, sich zu gründen, vor allen Dingen während der Zeit der Pandemie, ist auch eine größere Hürde für Leute, die jetzt erstmal nur Spiele machen wollen. Also viele der Förderungen sind dann wirklich schon für UGs oder GmbHs gedacht, und da muss man dann halt auch sehr viel Zeit rein investieren. Ja, was Zeit rein investieren angeht, seid ihr jetzt nur zu zweit oder steckt da noch ein größeres Team dahinter? Also wir sind zweieinhalb, sagen wir immer. Wir waren zu zweit, als wir gegründet haben, sind dann zu dritt gewesen und sind jetzt wieder zu zweit. Aber unsere Dritte im Bunde wirkt immer noch im Hintergrund, wenn sie es kann. Aber natürlich ist das sehr schwer, weil wir müssen halt das Spiel entwickeln und müssen uns aber trotzdem auch um alles Administrative kümmern. Gerade wenn es um Funding geht, dass das Spiel nicht auf der Strecke bleibt, während man Geldgeber sucht, ist natürlich schwer in so einem kleinen Team. Würdet ihr denn sagen, ich würde zwar sagen Mitarbeiter, aber würdet ihr sagen, irgendwie neue Leute für diese Branche zu inspirieren, ist das einfach oder eher schwer? Also, wir kriegen Anfragen für Praktikanten auf alle Fälle, und man könnte es natürlich ausnutzen, wenn sie aus dem Hochschulwesen kommen, weil ja dort die Praktika nicht oder Praktikanten und Praktikantinnen nicht bezahlt werden müssen, aber so wollen wir halt nicht arbeiten. Also ich hatte das Glück, bei meinem Praktikum bezahlt zu werden, Kerstin nicht. Und wir wollen eigentlich, wenn wir dann es endlich geschafft haben, Leute einzustellen, dann auch fair bezahlen. Und das jetzt gerade im Moment können wir das leider nicht anbieten. Und ja, daher, also es gibt wahrscheinlich viel Nachfrage, aber natürlich möchten die dann auch so bezahlt werden. Und wir wollen ja auch ein faires Gehalt geben. Und das ist jetzt gerade noch nicht gut. Die Leute sind da, die Mittel nicht. Und jetzt sind wir hier auf der Gamescom, was ja schon eine große Spielemesse ist. Dieses Jahr haben dann tatsächlich aber viele große Publisher abgesagt. Wie seht ihr denn das als jetzt hier in der Indie-Area, eher kleiner Developer?
Also wir waren bisher noch nicht auf der Gamescom physisch, deswegen haben wir keinen wirklichen Vergleich. Aber die Indie Arena ist eigentlich perfekt ausgelastet. Es kommt immer jemand zum Spielen, aber es ist noch nicht überlaufen. Also wir haben hier keine langen Schlangen. Und Leute testen mehr aus und können auch mehr austesten, als wenn sie 5 Stunden irgendwo rumstehen. Von daher, besucht mehr Indies, spielt mehr Indies. Ja, wichtiges Statement. Und habt ihr vielleicht noch irgendeinen Wunsch an die Politik, was sich in den nächsten Jahren ändern könnte, sollte? Ich denke, die größte Baustelle ist, dass die Förderung im Moment vor allem für Unternehmen attraktiv ist, die bereits gegründet sind, die bereits laufen. Es ist schwierig, Studios, die in Deutschland gründen, also es ist für die schwer, überhaupt ein Standbein aufzubauen, weil sie nicht die Förderung abgreifen können, weil sie nicht die Hälfte des Geldes stemmen können. Und wenn man eine Förderung hätte, die speziell so für Debütspiele zum Beispiel wäre, kann man natürlich auch an bestimmte Konditionen koppeln und so weiter, dass man halt, Geld ist begrenzt überall, das verstehen wir, aber dass es leichter ist für Studios überhaupt ins Laufen zu können, das wäre halt schön. Ja, dann bedanke ich mich sehr recht herzlich für dieses Interview und viel Glück. Danke auch. Noch. Dankeschön. Gerne.